Hallo, ihr Lieben und Liebenden. Heute mit meinem ersten Live-Video auf Facebook wollte ich euch sagen, dass heute der letzte Tag meiner Crowdfunding-Kampagne ist, mit Wurzeln und Flügeln durch Dicken auf Reisen auf Startnext. Ich bedanke mich schon ganz herzlich bei allen, die mich unterstützt haben. Und ja, möchte halt zum letzten Mal noch auffordern, diejenigen, die mich noch unterstützen mögen, bis morgen Nachmittag könnt ihr das gerne tun. Auf Startnext, wie gesagt, unter mit Wurzeln durch Sticken auf Reisen könnt ihr mich dann finden. Ja, für mich war die ganze Crowdfunding-Kampagne, für die, die mein Video gesehen haben, ja eine Reise, noch mehr mich zu verbinden zu meinen Wurzeln und Flügeln. Durch das traditionelle Sticken und durch die Rückanbindung zu meinen Ahnen und Wurzeln, wo ich jetzt auf die Reise gehe, im Sommer mit der Transsibirischen Eisenbahn. In knapp 2 Wochen ist das ja soweit. Ich freue mich schon ganz ungemein, und dass ich einfach diesen Lebenstraum verwirkliche. Das ist für mich halt wirklich auch dieses Flügeln haben und auch mit Leichtigkeit durchs Leben gehen, aber auch Verwurzeln im Leben stehen. Ich habe jetzt auch ein E-Book geschrieben über verschiedene Rituale und auch über Rückanbindung mit Ahnen. Würde ich euch gerne halt so eine Meditation gleich vorlesen, die ich auch an meinem Geburtstag beim Pflanzen des Ahnenbäumchens gemacht hatte. Das würde ich gerne jetzt mit euch teilen. Das ist aus dem Buch von Thich Nhat Hanh, Mutter, das erste Wort für Liebe. Ich sehe meine Mutter und meinen Vater, deren Fleisch, Blut und Lebenskraft meine Adern durchströmen und jeder meiner Zellen nähren. Durch sie sehe ich meine 4 Großeltern, ihre Erwartungen, ihre Erfahrungen und ihre Weisheit wurden über viele Generationen von Vorfahren hinweg übermittelt. In mir trage ich das Leben, das Blut, die Erfahrung, die Weisheit, das Glück und den Kummer all dieser Generationen. Ich übe mich darin, das Leiden und alle Teile dieses Erbes, das verwandelt werden muss, zu wandeln. Ich öffne mein Herz und das Innerste meines Körpers, um die Kraft der Erkenntnis, der Liebe und Erfahrung in mich aufzunehmen, die mir all meine Vorfahren weitergereicht haben. In meinem Vater, meiner Mutter, meinen Großvätern und Großmüttern und all meinen Vorfahren kann ich meine Wurzeln erkennen. Ich weiß, dass ich die Fortsetzung dieses Stammes bin. Ich bitte euch, stützt mich und schützt mich mit der Kraft, die ihr an mich weitergebt. Ich weiß, dass dort, wo es Kinder und Enkel gibt, auch Vorfahren sind. Ich weiß, dass Eltern ihren Kindern und Kindeskindern stets beistehen, auch wenn ihnen dies im Alltag nicht immer gelingt, weil sie selbst mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Ich erkenne, dass meine Vorfahren sich um ein Leben bemühten, das gegründet war auf Dankbarkeit, Freude, Vertrauen, Achtung und liebevolle Zuwendung. In Fortsetzung dieses Bestrebens verbeuge ich mich tief und lasse ihre Kraft durch mich hindurchfließen. Ich bitte meine Vorfahren um Hilfe, Schutz und Stärke. Ja, ich finde, durch diese Meditation ist es sehr leicht, Kontakt zu unseren Ahnen aufzunehmen, die natürlich auch immer schon in uns drin sind. Deswegen finde ich diese Worte so mit Tradition in die Moderne so berührend und auch sehr wahrhaftig. Und das spüre ich auch selber in mir drin. Ich nehme sie halt überall mit. Und auch durch das traditionelle Sticken kreiere ich ja auch mit jedem Stich mein eigenes Schicksal, und das werde ich dann halt auf der Reise mit der
Transsibirischen Eisenbahn auch tun und mit euch teilen. Und ich sehe mich da halt auch immer mehr so in meiner Seelenaufgabe als Bindeglied, das verbindet zwischen dem halt traditionellen und modernen, wie zum Beispiel das Sticken, aber auch durch die Übertragung dessen von digitalen Medien. Ja, und auch deswegen auch mein Lieblingsbild auf meiner Webseite, könnt ihr euch auch anschauen, habe ich ja jetzt erst neu kreiert, auf www.erikaamazing.me. Da werde ich auch einen Blog führen über meine Reise und euch über alle weiteren Schritte in meinem Leben unterrichten. Und deswegen auch das Lieblingsbild auf mir auf dem Baum als Bindeglied zwischen Himmel und Erde verwurzelt und beflügelt. Ja, ich danke euch allen, die mit mir jetzt schon auf der Reise sind, durch eure Unterstützung, durch eure Verbundenheit, und ich freue mich auf alles, was noch weiterkommt. Verwurzelt, beflügende Grüße an alle.